Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Magicka. Ja, das letzte Mal hatten wir hier etwas von wegen This Madness und er steht schon so schön vor dem Abgrund, da kann man doch nur eigentlich ein was machen. Hey, geh doch mal runter. Wieso geht denn das jetzt nicht? Das ging doch mal. Moment. Irgendwas finden wir schon. Nein. Ich habe das auf jeden Fall mal hinbekommen, dass der da runterfällt. Ah, jetzt. Da fällt runter. Oh, ich wäre auch fast runtergefallen. Ja, auch ein Erfolg für die Leute, die es interessiert. Und jetzt geht's ja aber auch mit Highspeed ins Geschehen. Feuer! Einmal, da war gar nichts drin. Okay. Naja. Ah, Flat. Ich fürchte, da ist etwas viel Bedrohlicheres am Weg. Die Hexenmeister, denen ihr begegnet seid, waren einst Grimnir treu. Sie würden niemals jemanden folgen, der so simpel gestrickt ist wie Khan. Ich befürchte, allein die Konfrontation mit Khan wird zeigen, was wirklich hinter allem steckt. Und da verschwindet er auch schon wieder. Ich tue mal so, als hätten wir keine Zeit. Und sprinte jetzt einfach mal voran. Oh, 4 Goblins und sie treffen ihn aber gar nicht. Aber er stirbt trotzdem. Einen tragischen Tod. Ich glaube, hier links gab es noch was. Ja, sehr gut. Zeitzerrung. Oh, das ist wirklich mal ein Zauber, den man ganz gut gebrauchen kann. Das nehme ich mal wieder weg. Und mal versuchen, hier die Gegner wieder etwas schneller zu besiegen. Das klappt doch ganz gut. So, hier verstecken sich auch immer mal in so Büschen kleine Goblins, die getötet werden wollen. Ich kann diese Büsche nicht leiden. Nein, ich kann sie nicht leiden. Hoffentlich übersehe ich in dem Part jetzt nichts, weil hier bin ich beim letzten Mal ziemlich schnell durchgerannt. Ziemlich schnell gesprintet. So. Ah, nein. Kickt mich nicht weg. Alles bloß das nicht. Oh, jetzt bin ich schon mal... Bin ich nass? Ja. Okay. Mal ein Eisen. Wow. Der hat sich selbst weggeploppt. Sonst was hat er sich. Auf jeden Fall ist er jetzt tot. Wo kommen denn die Gegner auf einmal her? Ah, dieses Schild, das muss... What the hell? Das Schild muss wieder runter. Ich glaube ja irgendwie... Ah nein, was mache ich denn hier? Was mache ich denn hier? Ach, wisst ihr was? Ich laufe jetzt einfach weiter. Die sind mir jetzt zu blöd. Ich bin jetzt gerade zu blöd, whatever. Ist hier was in der Grube versteckt gewesen? Ja, eine Falltreppe. Wie kennt man das auch sonst? Ja, schön, dass hier ein paar Gegner sind, die ich einfach mal gekonnt ignoriere. Es gibt einfach überhaupt gar keinen Hintergrund, wieso man jetzt die Gegner hier machen sollte. War hier links was? Ich glaube nicht, aber in dem Haus, das explodiert. Ist das hier nicht explodiert? Ah, da kommt jemand. Konnte man jetzt hier weiter? Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich übersehe etwas. Aber egal. Dann übersehe ich halt was. Ah, hier ist ein toter Elch. Den konnte man ja fast gar nicht übersehen. Dann habe ich mal kurz gespeichert, mitten im Getümmel. Ah, und hier, genau, das ist doch die Stelle, die ich brauche. Hier kann man nämlich sehr schön mit dem Feuer spielen, wenn man es dann drauf hätte. Ja, und sie werden alle... Nein, 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 nein. Was mache ich hier?
Ja, Flächenzauber sind immer noch am besten. Und er trinkt doch mal alle, bitte. Bitte jetzt ertrinken. Oh oh, was habe ich hier nur gemacht? Ich ertrinke hier am Ende selbst noch. Habe ich ja irgendwie so das Feeling. Nein, friss mich nicht auf. Dankeschön. Okay, ich bin schon mal nicht nass. Oh, jetzt bin ich nass. So, und jetzt gehe ich mal in diese... Nein, 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 lass mich los. Jetzt wollte ich eigentlich mal hier reingehen und mal einfach aufmischen, wenn ich denn die richtigen Tasten drücke. Man weiß es nicht. So, jetzt sieht es doch schon mal besser aus. Ja, wieder ein paar ertrunken. So wie es sein muss. Da werde ich mal wieder ein paar normal erledigen. Und der bekommt mal wieder eine richtige Ladung ab. So, die letzten werde ich jetzt mit einem halbwegs effektiven Strahl wegbumsen. Oh, ja, wieder ein paar verbrannt. So, jetzt... Oh, wow, 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 wow. Ganz schön knappe Sache hier. Aber die sterben schon alle so, wie sie sollen. Wow. Wenn ich viermal Feuer nehme und einmal Stein, dann entsteht da ein ganz schöner See. Ah, der mit seiner Kanone, der hat mich immer irritiert. Solange ich hier nicht selbst noch ertrinke, ist alles, alles super. Nein, 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 nein. Ja, sehr gut. Nein. Der ist aber auch hundsgemein hier. So, dafür wird er jetzt aber auch bestraft. Und es geht weiter. Wow, habe ich ja gar nicht mal so schlecht gemacht. Ich glaube, hier oben lag auch noch ein ganz schön spezielles Messer. Schauen wir uns das nochmal an. Konterstreichmesser. Erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit. Ja, ein bisschen so, ne? Nicht so sonderlich. Aber das Gramm wollte ich ja unbedingt behalten. Und der Sache bleibe ich auch treu. So, jetzt mal hier wieder ein bisschen Action. Obwohl, ich glaube, hier oben ist sogar schon fast das Level vorbei, oder? Ja. Ja, in dem Part wird es mal wieder etwas länger dauern. Aber ich glaube, ich weiß noch, wo der Schalter ungefähr war. Wieso ist mein Schild jetzt eigentlich weg? Oh ne, Leute. Ihr könnt jetzt hier keinen Scheiß mit mir machen. So wird das erledigt. Genau, Penner. Die sich immer einfallen lassen. Oh, genau. Kick mich mal voll weg. Ich will doch nur da einmal den dummen Schalter drücken. Bitte, danke. So, jetzt aber. Jetzt können sie mich auch sonst so hinkicken. Ist mir jetzt egal. Ich gehe hier einfach weiter. Genau, und hier wird gespeichert. Oh, 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 da wäre ich fast runtergefallen. Das habe ich aber auch noch nicht gesehen. Was ist denn das hier? Okay, cool. Und mal die richtige Ladung. Nein. Ach. Eigentlich will ich hier mal Wasser und einmal Stein. Das hat jetzt aber nicht so ganz funktioniert. Ja, ein bisschen besser. Und der hat mal seine eigenen Leute zermalmt. Das ist auch gut. So, und der wird jetzt noch eingefroren. Und zerstört. Boah, das
hat mal besser funktioniert, ja, auch wenn ich jetzt getroffen wurde. Passt schon, hier ist noch so ein Telekinesisch-Stab oder was das nochmal war. Und hier können wir leider noch nicht hoch, hier müssen wir erst noch, ja, die kommen sogar perfekt raus. Also die werden jetzt hier erstmal die Kleinen weggemacht, weil die Kleinen mich am meisten nerven. Bitte, danke. Nein! Wow, das war knapp. Ja, getroffen. So, jetzt wird der als erstes erledigt, der als zweiter. Ah, das läuft ja mal wieder hier. Okay, dann können wir jetzt hier hochgehen und den Rest erledigen. Da lege ich mal lieber wieder das Schild ab. Und ein paar Flächenzauber kommen hier nicht schlecht. So, jetzt wird der Typ noch eingeeist. Dann ist hier aber auch Schicht im Schacht. Versuch's erst gar nicht, Kollege. Jetzt kommen aber noch ein paar mehr Kumpels vorbei. Ja, die Hexenmeister zerstören sich wahrscheinlich selbst und den Rest mit Flächenzaubern wieder. Einmal die ganzen Kollegen nass machen und eineisen, und dann sollte die ganze Sache auch erledigt sein. Na? Ja, das war schon mal nicht so schlecht. Nein. Wow. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe mich... Wow. Wie habe ich das denn geschafft? Das fand ich cool. Jetzt komme ich aber gerade nicht so schnell zurück. Ja, muss ich mal jetzt irgendeinen Weg finden, wie ich hochkomme. Ich glaube, ich bin hier fast noch nie runtergefallen. So. Irgendwo geht's hier bestimmt hoch, ja. Hier geht's hoch. Die Leute ignorieren wir hier einfach. Denn wir wollen ja wieder zurück. Und nur da müssen wir so ein paar Leute erledigen. Mehr auch nicht. Da sind sie doch. Da sehe ich sie doch schon wieder hier. Die Kollegen. Schild mal hier ein bisschen erneuern. So, genau. Wow, da habe ich mal was nicht so schlecht gemacht. Okay, wird das heute noch bei mir? So, der ist schon mal eingeeist. Der dort hinten. Ah, da hat es mich weggekickt. Ja, ich krieg das schon auch heute hin. Sicher. Bin ich mir so sicher. Ja, versucht's mal. Versucht's ruhig. Schild wieder erneuern, das wird schon. Das wird schon. Da wird das was. Ich werde erstmal weggekickt. Ich stelle mich gerade echt an wie der erste Honk, aber hey. Ist cool. Ja, eigentlich wollte ich euch nass machen. Mann, lasst euch doch mal nass machen. So. Ja, der erste. Endlich ist einer wenigstens weg. So. Ey. Da kickt er mich einfach mit seinem Fuß weg, ne? So, jetzt nochmal nass machen. Ah.
Mann, was mache ich denn hier eigentlich? Es ist ja sicher schon fast hier beschämend. Nur jetzt. Wow, ich hätte das auch viel schneller erledigen können, aber okay. Wie es scheint, haben wir die Ork-Armee und die Hexenmeister unterschätzt. Nun denn, dann kümmere ich mich eben höchst selbst um Khan. Ja, sicher. Klar schaffst du das. Was auch sonst. Khan, Kriegsherr der Orks. Also kommt ihr doch noch. In der Tat, deine Herrschaft ist Geschichte, deine Armee ist zerrieben, deine erbärmlichen Angriffe auf Havendir vergebens. Jetzt wirst du sterben, alt und schwach. Nicht so schnell, König. Während ihr hier eure Zeit verschwendet, haben meine erfahrensten Krieger, die Grinder der Dörfer, Havendir umzingelt. Und meine Speer berichten, dass nur noch eine Handvoll Männer die Stadt bewachen. Bis zum Einbruch der Nacht wird Havendir überrannt sein und dem Erdboden gleich. Khan! Ja, das hätte ich jetzt bestimmt nicht vorlesen müssen. Hauptmann, mobilisiere die Armee. Wir müssen ausrücken, sofort. Wir marschieren gegen Havendir. Ihr, ich überlasse euch den Rest. Ihr müsst Khan besiegen. Kein Problem. Euer feiner König hat sich wohl verkrümelt und überlässt es euch, den unerreichten Kriegsherr der Orks zu stellen. Euch, dem Helden im Bademantel. Vielleicht schaffe ich es ja diesmal. Ja, ich lasse mich erstmal wegkicken, genauso wie man es macht. Genauso war das auch geplant. Na, fast zumindest. Ja. Nein. Ja. Nein. Ja, es sieht schon besser aus. Ach, Blutverlust, meine Achillesferse. Ihr denkt also, ihr hättet die Welt vor ihrem unvermeidlichen Abstieg in die ewige Finsternis bewahrt? Pah, Grimnir, der dunkle Lord, wird am Weltenende nicht eher ruhen, bis der Orden der Marquis ausradiert ist. Midgard wird bald erwachen und realisieren, dass sich die Welt nicht mehr von den Sterblichen beugt. Und Vlad, ja, der ist ja immer zur Stelle, ne? Schauen wir doch nochmal, was der hier zu sagen hat, der gute Vlad. Gute Arbeit. Allerdings ist es exakt so gekommen, wie ich es befürchtet habe. Grimnir steckt hinter allem. Wie konnte er nur seine Fesseln sprengen? Was ich nun von euch fordern werde, ist keine Kleinigkeit. Nichtsdestotrotz erwarte ich, dass ihr mir blind folgt. Ihr müsst zum Weltenende, um zu bezeugen, was mit Grimnir geschehen ist. Wartet nicht auf die Armee. Zeit ist von größter Relevanz. Und los! Brrr. Ja, auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat mit den Kämpfen. Habe ich es ja doch noch geschafft. Die Rückkehr der Zauberer. Herr Khan tot und Grimnirs grausiger Plan entlarvt war, verwies der Weise und fesche Vlad die Zauberer auf die einzig vernünftige Option. Anstatt auf den Rest der Armee zu warten, sollten sie sich unverzüglich aufmachen und den mächtigsten Hexenmeister im Weltengedächtnis im Alleingang erledigen. Okay. Jo. Wir sind jetzt hier in der Nähe des Weltenendes und da geht's auch beim nächsten Mal weiter, wenn es wieder heißt Let's Play Magicka. Bis dahin, tschüss, euer Sastron.